Moin moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Shift. Wir machen einfach direkt weiter. Ich werde noch nicht lange fackeln. Ja, wie gesagt, wir machen weiter mit der Need for Speed. Net for Speed. Ja, nee. In gewisser Weise lade ich es ja auf YouTube ja hoch, also ist es ja im Net. Nein, Spaß beiseite. Willkommen zurück bei Let's Play Need for Speed Shift und der Need for Speed World Tour. Wir machen direkt weiter, weil ich will das ja hinter mich bringen. Ich habe den Audi A8 ausgewählt, wie ihr jetzt seht. Und, ja, ich habe leichte kleine Mini-Lags. Ich werde das, wie gesagt, in Außenansicht fahren. Wie ihr schon seht. Audi A8 Power und so. Ich werde nicht auf die Punkte eingehen, könnt ihr knicken. Hui, der war schön. Der war richtig schön. Okay. Clean Overtake. Lass mich vorbei. Und tatata. Hui. Der war mehr oder weniger um die Kurve gerutscht. Aber wen juckt das schon? So. Wir haben diesmal 5 Runden immer wieder vor uns. Heißt, wir werden ja sehen. Und tata! Komm schon wieder runter! Danke! Naja, gut, meine Lampen sind leicht kaputt, aber macht auch nichts. Komm schon! Na, wahrscheinlich werde ich doch die 2000 Punkte kriegen. Aber soll uns ja nicht stören, ne? So, wir haben jede Menge vor uns. Insgesamt 5 Rennen, wenn ich mich recht entsinne. Ah, komm rum. Oh, kann ich aber ziemlich gut heute fahren. Na gut, Markus. Hui, der war schön. Ah, komm. Komm rum, rum, rum. Sorry. Ja, komm, lass mich vorbei. Lass mich vorbei. Oh, danke. New Driver Level. Oh, also 1400 Punkte ungefähr. Brauchen wir nur noch. Uiuiuiui. So, jetzt wird aber Speed gegeben. So, meine Scheibe ist wahrscheinlich nur heile, genau. Das Schöne ist, du kannst hier schön um eine Kurve rumdriften, in dem Sinne. Und dann kannst du ja im Prinzip, das ist schön, das ist sehr schön. Hier bin ich rausgerutscht, sieht man sogar noch. So, bin ich mal gespannt, ob die besten Fahrer der angeblichen Welt, naja, beziehungsweise die angeblich besten Fahrer der Welt, hier überhaupt mit mir mithalten können. Scheint ja nicht so, ne? Alter, wie weit hinten sind die? Kann ich auch gleich im Cockpit fahren. Yay. Yeah. Bin ich mal gespannt. Siehst du? Mit dem Wagen hätte ich wahrscheinlich sogar noch die 2-2 geknackt. Ja, mit dem Wagen hätte ich locker die 2-2 geknackt. Und tata! Und tata! Guckt euch das an! Guckt euch das an! 1,50, Alter! 1,50! Mal gucken! Wollen wir noch mal ein bisschen Cockpit fahren?
Boah, totale Umgewöhnung und so. So. Ich weiß gar nicht, wie lange wir brauchen dafür. Wow! Lässt sich ja echt wunderbar fahren wieder. Aber nein, danke. Sorry, ich will das Ganze hier durchrushen. Weil, wie gesagt, mich interessieren die Punkte eigentlich so gut wie gar nicht. Aber hey, ich habe meinen Wagen ziemlich heile gelassen. Hust, hust. Mal davon abgesehen, dass ich sonst mal die Wagen schrotte. Wie sonst was? Upsala. Jetzt habe ich klitzekleine Kakafu gebaut. Mist gebaut. Ach, guck mal. Da ist irgendwer rausgerutscht. Na toll, jetzt habe ich die aufgepasst. Oh, das zählte sogar nicht als Ausweichen. Also als Ausrutscher. Das ist schon mal gut so. So, jetzt haben wir nur noch zwei Runden vor uns. Und da, rechts rum. Alter, wie ich die gerade mal abhänge, wie sonst was. Und das sollen die besten Fahrer der Welt sein? Nee, nee, nee. Das glaube ich irgendwie nicht, dass das die besten Fahrer der Welt sind. Wenn die schon so low sind und ich die so mit so einem riesen Abstand hier besiege. 8 Sekunden, guckt euch das mal an. Und tata. Ah, habe ich doch noch die Kurve gekriegt. Naja gut, man muss auch so sehen. Der R8 ist ja wirklich eine Granate. Zumindest in diesem Spiel. In Shift 2 ist es der Bentley. Na gut, der R8 zwar auch, aber der rutscht komischerweise da noch mehr als hier. Mit dem gleichen Tuning wohl bemerkt. Deswegen wundert mich das so ein bisschen. Wie gesagt, ich werde auch hier noch jetzt kein Need for Speed reinklatschen. Da wird ein anderes Projekt kommen. Wie gesagt, und Need for Speed bei Most Wanted wird auf jeden Fall Underground 2 direkt hinten dran gehängt. Von der Sicht gesehen, weil ich ja wie gesagt wieder Underground 2 aufnehmen kann, werde ich das auch wieder weiter let's playen. Heißt, dann kommt wieder Underground 2 Tuning und so. What the fuh? 1,48. Mamma mia, habe ich das aber gut hingekriegt. Wow, der war schön. Jetzt haben wir sogar schon an die 3000 Punkte. So, die ersten 10 Minuten gehen für das erste Rennen drauf. Alter Vater. Boah, da habe ich mich kurz verbremst. Und tata. Ja, hätte ich da drauf jetzt geleckt, wäre ich voll weggerutscht. Macht aber nichts. Ich meine, wir können die Karre ja eh fangen, wie sonst was. Das Schöne ist ja, weißt du, der rutscht so schön mit dem Arsch rum, weißt du, dass du die Kurve so schön nehmen kannst. Deswegen liebe ich in gewisser Weise hier in diesem Spiel den R8. Aber auch nur, wie gesagt, hier in diesem Spiel. In allen anderen Games mag ich den R8 irgendwie komischerweise nicht. Entweder weil sie ihn versaut haben oder weil er einfach scheiße zu fahren ist. Das gleiche wie in Need for Speed World. Wobei, in Need for Speed World bin ich denn nie so ganz ausgefahren, von der Sicht gesehen. Ich habe zwar den 5.2er da, aber ich muss sagen und offen gestehen, ich habe den nur für TE bisher gebraucht. Ich glaube, der ist auch nur für TE zu gebrauchen. Ich wette, die Leute, die jetzt das Video sehen werden, werden es bestätigen können. Von der Sicht gesehen, zumindest meine Zuschauer, die jetzt hier, wie heißt das? Need for Speed World auch spielen. Ich weiß halt nicht, wer spielt denn alles von euch Need for Speed World? Einer weiß ich sowieso, der meine Videos guckt, der wird sofort sagen, hier, ich. Barricade, hust, hust.
Ja, dich meine ich. Ja, und? Ah, 1,49. Trotzdem noch unter 2 Minuten. Wow, unter 10 Minuten! Naja, gut, wenn man den Ladebildschirm da noch mitberechnet. Komm schon, mach hin. Wow, was kriege ich denn? 1 Million. Wow, brauche ich eigentlich nicht. Vor allem jetzt, wo ich sowieso in der NFS World Tour bin. Ja. Was kommt denn jetzt für ein Rennen? Da bin ich auch mal gespannt. Gespannt! Ich spanne den Bogen nicht über. Turn your Harley tuned. Ja, danke schön. Ja, ich weiß, dass ich meine Car Collection nicht größer machen kann, wenn ich keine Plätze dafür habe. Alright, a few seconds to green here. We want to try for the podium. Warte, welche Strecke ist das? Ist das nicht Silverstone? Ja, ist Silverstone. Silverstone. Nein, Quatsch, Donington Park. Puh. Green, go, go, go. Alter. Lass mich vorbei. Lass mich vorbei. What the da? Danke. Das zählt es sogar nicht als Abkürzen. Hat der Computer endlich registriert, dass das nicht mein Fehler war? Wobei, seit wann wird der die KI schlauer als ich? Upsassa. Ja, ja, ich weiß, jetzt kommt wieder. Ja, komm, jetzt lass mich doch vorbei, meine Güte. Hier werde ich auch schon wieder 10 Minuten dran sitzen. Lass mich vorbei. Ach komm, lass mich da runter. Ja, genau. So, lass mich da vorbei. So, geht doch. Ich weiß, ich bin gerade extrem faul, was die Cockpit-Ansicht angeht. Geworden. Hui! Upsala! Das tut mir aber sowas von nicht leid. Da liegt er. Alter Vater, den habe ich aber weggekickt, Dude. So, jetzt haben wir nur noch die alten Pappnasen da vorne. Danke. Trading Paint. Verkaufter Lack? Ja, alles klar. Wutatata! Ich bin ein bisschen zu weit rausgewagt, aber naja, gut. Ich habe mich ja abgefangen, von der sich gesehen. What the? Ja, und. Kann ich den noch reinfahren? Kann ich den noch? Nein, natürlich nicht. Ja, super! Keine Rundenzeit oder was? Jetzt konnte ich eigentlich gucken, was für eine Rundenzeit ich aufgestellt hätte. Ja, klar, Second Verwarnung. Du mich auch. Bandometer, ey. Oh, lass mich vorbei. Oh, Junge, Junge, Junge. So, geht doch. So, du bist der Letzte, ne? Lass mich vorbei. Wow, der war super schön. So. Okay, das wird etwas über eine Minute sein, so wie es aussieht. So, sehr schön um die Kurve gefahren. Und ich habe sogar dort die Kurve gemeistert, das ist sehr schön. Ah, komm rum. Geht doch. So, jetzt darf ich nicht einmal, wie heißt das, die Strecke mehr abkürzen. Ansonsten habe ich nämlich die Arschkarte gezogen. Wow. Ja, ich weiß, da kann ich nicht in die Box. Allerdings kann ich nämlich in GTA 2 da in die Box fahren. Das ist nämlich das Schöne. Wow, 1,35. Das ist awesome. So, wir haben jetzt 1500 Punkte erreicht. Hoffentlich kürze ich jetzt nicht schon wieder die Strecke ab. So. Das war jetzt nicht abgekürzt.
hoffe, das bleibt auch so. Und tata. Heißt 1,35 wäre es geworden. Zumindest wissen wir jetzt, mit welchen Zeiten wir hier fahren. Das ist schon mal sehr schön, so dass wir dann uns vorbereiten können, ungefähr wie lange das dauert. So, diesmal habe ich aber eigentlich keinen Fehler gemacht, ne? Nö. Cool. Kein Fehler gemacht. Ta-ta-ta-ta. Hier geht's lang, mein Freund. Na und? 34, Alter. Ich glaub's ja nicht. Kurz vor 35. Ja, das Problem ist nur, ich darf jetzt wirklich keinen einzigen Fehler machen. Aber wenn ich jetzt noch einen einzigen Fehler mache, werde ich disqualifiziert. Naja, Hauptsache, wir haben die 2000 Punkte, ne? Ja. Keine Disqualifikation, das ist sehr schön. Boah, Leute! Ui, da bin ich aber mit dem Arsch gerutscht. Ah ja, kriegst du auch Punkte, wenn der jedes Mal mit dem Arsch rumrutscht, das glaubst du gar nicht. Und da, rüber da. So, wir haben jetzt schon wieder, Alter, 10 Sekunden. Alter, lalalalalala. Ui, der war aber sehr knapp, will ich mal so sagen. Wie gesagt, ich will keine, wie heißt es? Keine Fehler machen, weil ansonsten werde ich wirklich wie disqualifiziert. So, das hätten wir. Na rum. Der war schön rumgekommen, der war richtig schön rum. Ja, okay, jetzt habe ich zwar zu früh gebremst, aber macht ja nichts. Upsala. Komm schon rum. Tata. Uiui, Junge. Gott sei Dank keine Fehler. Doch nicht. Ich habe ja noch zwei Kurven vor mir, wo ich den Fehler begehen kann. Tata, hier gibt's. Hier ist eine davon. Zieht euch mal rein, wie viel Abstand ich hab. 11 Sekunden, Mann. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch nicht mehr feierlich. Mama mia, ey. Hab ich die Kurve gepackt? Ja, nö, nicht wirklich. Egal, macht nix. So, ja gut, da bin ich jetzt viel zu weit rausgegangen. Alter, der letzte ist da unten noch. So. Letzte Kurve. Upsala. Oh, er macht nichts. Immerhin, wir wurden nicht disqualifiziert. Zum Glück. 8 Minuten 10. Wow. Wir sehen, es war 20 Minuten Aufnahmezeit. Knapp. Vor allem, ich habe alle Punkte. Irgendwie kriege ich immer alle Punkte mittlerweile. Oh, ich schätze mal, Level 45 werden wir hier noch. Hundertprozentig. Na, komm schon. So, nächstes Rennen. Dann können wir auch weitermachen. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte. Ja, das dritte von 5 Rennen. Alter Vater, in 20 Minuten fast 3 Rennen. Nee, ja gut, in 20 Minuten 2 Rennen. Oh, das wird eine fast 50 Minuten Folge. Junge, Junge.
Okay. Warum ist es immer solche komplizierten Strecken sein? Ich glaube, jetzt ist es Silverstone. Oder? Wie gut ist es, dass ich den R8 genommen habe? Der hat ihre Beschleunigung. Genau, wehe, du kommst rüber. Danke. Lass mich mal da vorbei. Danke. Upsala. Ui, da habe ich mich aber verkattet mit dem. Und da. Sag mal. Wir sind hier nicht beim Kuschelkurs. Hier habe ich aber auch alle Kurven gemeistert, ne? So. Der R8 besticht ja in dem Sinne ja eh mit seiner Beschleunigung, von der sich gesehen. Na komm, 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 komm. Zieh, 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 zieh. Na komm, lass mich vorbei. Weil das Geile ist, hier kann ich ja schön bequem später bremsen. Wobei eigentlich hier nicht. Habe ich jetzt schon die 1000 Punkte gekriegt? Sind ja eh nur noch die zwei Pappnasen vor mir. Da habe ich es doch geschafft. So, geht doch. Chet Ismet, der Olle. Was will der mit seinem Honda S2000 hier bitte schön ausrichten? Lalala, tschüss. So, hätten wir das auch geschafft. Ich hoffe, da kommt noch irgendwann eine kleine Strecke. Oh ne, stimmt ja. Hier kommt ja noch Dings Spar-GP. Das kann ja lustig werden. Bei einer Zeit von 2,45 jeweils immer. Deswegen wollte ich ja hier unbedingt durchrushen. So, wir haben jetzt eine Zeit von 2,5. Oh, das verkürzen wir aber noch auf 1,50. Hundertprozentig. Na komm. Zack. Und schön rum um die Kurven. So ist das doch. Schön. Clean-Sektor. Okay. Machen wir mal den Clean-Sektor. Sektor clear. Wie gesagt, da ich ja hier im Prinzip ja später bremsen kann, wollte ich mir um den Rest gar keine Sorgen machen. Dadurch, dass ich hier so spät bremsen brauche, kann ich so viel Zeit hier rausholen. Außer jetzt hier natürlich, das ist ganz klar, aber trotzdem. So. Upsala. Na, zumindest keine Strafe. Ah, obwohl. 1,50. Könnte ein bisschen schwierig werden, die 1,50 zu kriegen. Und rum mit dem Ding. Oh, wobei doch eigentlich nicht. Na komm, brav. Brav, komm schon, 1,50. 1,52. Aber ich hatte recht, um die 1,50 kann ich locker schaffen hier. Schön um die Kurve rum. So, dadurch habe ich jetzt schön viel Zeit rausgeholt. Naja gut, diesmal. Na, hier sind sie komischerweise aber auch besser, ne? Alter, ich slide hier mehr um die Kurven rum als alles andere. Wie man jetzt gerade gesehen hat. Naja, warum nicht, ne? Alter, da ruhig. Ich habe mich jetzt aber ordentlich ein paar Sekunden rausgeholt. Na komm.
Das ist sehr schön. Upsala. Ja, ob ich die 1,51 noch knacke. Zack. Schön mit dem Arsch rumgerutscht, Alter. Okay, der war kacke. Na egal. Ha! 51. Ja, Mann, ich hab die 1,51 geknackt. So, wie viele Runden haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen. Oh Gott, ich werde so spart. GP hasst. Und tata! Hier geht's rum. Ja, wir haben aber Glück gehabt, dass ich keine Strafe gekriegt habe. Ich riskiere immer ziemlich viel, würde ich sagen. Aber wen juckt das schon? Also ich bin gerade dabei, fast 10 Sekunden Abstand rauszuarbeiten. Wir haben jetzt schon mittlerweile 9 Sekunden Abstand rausgearbeitet. Ja, wir haben 10 Sekunden fast. Ui, da komme ich zu weit raus. Ich glaube, ich habe die Kurve falsch angeschnitten. Da. Immer mit der Ruhe, mein Freund. Ja, ob ich das in CK... Ah, puh. Na, egal. Ach, stimmt ja, die 2000 Punkte haben wir ja schon. Wow. Das war ein schöner Kurvenslide. Ach, come on. Oh, keine Strafe, ne? Weil überlege und sehe, wie stark ich die Kurve abgekürzt habe. Naja. Und tata! Upsala! Oh, der war mies. Der war richtig mies. Da habe ich mir jetzt ordentlich eine Zeit verkackt. In dem Sinne. Na komm. Das schaffen wir irgendwie. Mehr oder weniger. Schön an den Curbs vorbei. Ja, wie gesagt, ich will die Need for Speed World Tour jetzt, wie gesagt, so schnell wie möglich hinter mich bringen. So dass ich das Let's Play hier beenden kann. Das war sowieso, wie gesagt, schon viel zu lange für ein Rennspiel. Da war so überlegt. Upsala. Der war etwas stark abgekürzt, macht aber nichts. Da wäre ich fast rausgekommen. Und das sogar fast zu weit. Hui! Da war ein schöner Kurvenslide. Als 50 und... puh. Na egal. 9,35. Schön, komm schon, mach hin. Nächstes Rennen. Zack. Ja, ich weiß, ich habe die Punkte gekriegt. Zack. Ja, wir sind fast Level 44. Zack. Auf geht's. Nächstes Rennen. So. Durchgehen. Das wird jetzt voll durchgezogen.
Ich glaube, jetzt kommt Spar-GP. Oh Gott, nee. Jetzt kommt Spar-GP. Das kann sehr lustig werden. Oh Gott. Ja, ich wusste es. Ach, du meldest dich auch mal? Ist ja mal ein Wunder. So, jetzt hast du es durchrushen. Zu der Strecke wird auch noch ein GTA 2 Mod folgen. Green, go, go, go. Also eine Mod-Vorstellung. In dem Sinne, aua. Ich wollte noch nicht, oh, puh. Puh, 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 puh. Atata. Ja, danke. So. Jetzt heißt es Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Schade, dass es hier keinen Regen gibt. Ich glaube, Regen würde sich hier echt gut machen. Ich glaube, dann hätte nämlich die KI auch so einige Probleme, will ich mal so sagen. Ja, dankeschön. Oh, lass mich vorbei. So. Runter, da, runter, runter. Komm schon, lass mich vorbei. Runter. Komm schon. Runter. Ja, ja. Ja, genau. Brav vorbeilassen. Ah, vorbeilassen, habe ich gesagt. Hui, da hat sich wer gedreht. Ob das war Chat ist mad. Alter! Ich glaube, es hackt. Lass mich vorbei. So. Jetzt haben wir nur noch ein paar von uns.